Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute wieder eine Runde Star Wars Outlaws. In der letzten Folge sind wir in Gorax oder Garox, ich weiß es gar nicht, Basis eingedrungen und haben da Sachen rausgeholt, unter anderem Beweise, dass jemand versucht hat, ihn da selber zu töten im Grunde genommen. Wieso steht der Typ auf dem Tisch? Oh. Und haben das Ganze dann aber nicht an Gorak gegeben, kleiner Bug, sondern vielmehr an, Moment, da müssen wir gucken, wie die noch gleich hießen, an Crimson Dawn, an die Crimson Dawn-Vertreter. Wir sind deswegen jetzt hier gut mit denen gestellt, mit den anderen hat sich zum Glück nichts verändert. So, wir haben, ich kann jetzt hier, habe ich gerade gesehen, Tabulator drücken und sehe dann, dass sich zwei Gelegenheiten in der Nähe befinden. Und wenn ich, ja, eine ist er hier, glaube ich, ich drücke mal einfach Tab. Da sehe ich neue Tricks, da kann ich mit Danka sprechen. Das ist die Hauptquest. Oder eine Fraktionenquest, da kann ich mit den Vollstrecker des Huttenkartells sprechen. Und das interessiert mich tatsächlich, weil mich wirklich mal interessiert, wie sind die Fraktionenquests so. Deswegen machen wir das einfach mal. Wir reden mal mit dem und dann gucken, was er uns zu erzählen hat, hier der Kollege. Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Verrick und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabbas Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass sie nicht warten. Wir müssen ja Quest verfolgen. Tab. Zack. 3 Kilometer außerhalb der Stadt. Wir gucken mal eben kurz auf die Karte. Was ich aber noch gerade noch sagen wollte, wir müssen ja Geld verdienen. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt Jobs machen. Wir müssen Geld verdienen, um im Grunde genommen unser Schiff zu reparieren. Das hat zwar schon jetzt diese, ich glaube, Spritinjektoren oder sowas waren nötig, die haben wir bekommen, aber eben, es ist wohl noch mehr, laut Wacker, unser Mechaniker, noch mehr nötig. Ich überlege aber gerade, wir können natürlich auch mit ihr hier schon reden, mit Danka reden, um auch die Hauptquest die nächste anzunehmen, denn ich vermute mal, Quests annehmen können wir ohne Ende. Hoffe ich. Also, danke. Hast du Arbeit für mich? Vielleicht. Hast du einen Ionenblaster? Jemand muss ein Versteck für mich plündern, aber ohne den kommst du da nicht rein. Ich kann meinen Blaster umbauen. Mache ich seit Jahren so. Ich brauche nur die Teile. Weißt du was? Ich habe einen Kontakt, einen Pantoraner namens Belo. Hat einen Laden in der Nähe. Ich sag ihm, dass du kommst. Wirklich? Ich meine, danke, danke. Ja. Wenn der Blaster funktioniert, melde dich. Und Kay, ich bin nicht die Einzige, die Aufträge vergibt. Bleib ruhig, hör dich um. Hier findet man eigentlich immer was. Ich weiß. Okay, alles klar. So, aber ich guck mal jetzt sowieso mal auf die Map einfach mal. So, hier gibt es, jetzt kann man hier auch die Schnellreiseziele benutzen. Also der Verdacht, dass sie sich irgendwie nach und nach freischalten, war anscheinend korrekt. Ach, guck mal. Das hier ist der Außenbereich. Da ist der Gleitermechaniker. Und hier daneben kann man anscheinend sein Raumschiff verbessern. So, dann haben wir hier einen Händler, einen Schneider. Und hier Verbrauchsgegenstände im Angebot. Und was ist das hier? Ach so, Markierung für neue Tricks, also Hauptquest, ein Waffenschmied. Da wäre sowieso vielleicht mal ganz gut hinzugehen. Und wir können mal den ganzen Sums, den wir so eingesammelt haben, den können wir eigentlich mal verkaufen. Da gibt es leider keine Schnellreise. Was ist der hier? Eine Schmugglerin. Seltene Gegenstände im Angebot. Ich habe noch überhaupt keinen Überblick darüber. Wir gehen da mal hin. Wir gehen mal hier hin. Folgen. Eigentlich will ich zum Waffenhändler, zum Waffenschmied. Gar nicht unbedingt zur Questmarkierung, aber das machen wir jetzt halt quasi mit. Ich bin mal sehr gespannt, wie es überhaupt so mit Loot und Ausrüstung aussieht. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ich glaube hier, oder? Oder ob das alles immer nur optisch ist. Beriks Kontakt ist draußen in der Steppe. Spritzt du gefällig nix? Aber erstmal Waffenschmied. So, wir haben ja auch ein Fragezeichen in 170 Metern. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das noch in der Stadt ist. So, kann man hier irgendwann beklauen? Nope. Also ich denke, man kann wirklich nur, das habe ich in der letzten Folge ja schon so die Überlegung angestellt, nur Wachen beklauen irgendwie. Passt ja auch so zum Setting, ne, dass man hier eine Kriminelle spielt.
Miroganermarkt, Ort entdeckt. Hier redet einer von Zivilisten, das bedeutet... Suchen Sie einen bestimmten... So, da, den kann man beklauen. Und die Tasche ist... Es gibt wahrscheinlich wieder nur eine Granate. Alles, was Sie brauchen und mehr. Ja, alles klar. Die lassen wir einfach hier liegen. Wonach suchen wir denn heute? So, wir verkaufen was. Und zwar... Moment, das ist Material, das sind Wertgegenstände. Wertgegenstände können verkauft werden. Ich drücke G für alle Wertsachen verkaufen. Ich will ja keine Materialien verkaufen, aber Wertsachen, wir sind im Geschäft. So, die sind alle weg hier. Das sind alles, das ist ein Questgegenstand und da sind Materialien zum Craften. Ja, alles klar. Man sieht das sich. Geht angenehm schnell und einfach. So, jetzt muss hier noch irgendwo ein Waffenhändler sein. Da oben wohl. Und dieser Sektor ist ein bisschen zu ruhig. War das die imperiale Wache, also der Sturmtruppler, der das gesagt hat? Ist jetzt nicht unbedingt so ein Spruch, den man da erwarten würde. Das war wohl doch nicht richtig hoch zu gehen, weil da ist ein Pfeil unter der gelben Markierung, der nach unten zeigt. Ich gehe davon aus, das heißt, wir müssen doch hier runter. Ist schon cool gemacht, ne? Also so randvoll mit Details, wie das hier ist. Also man ist mitten in Star Wars, ne? Also echt schon geil. Ich find's spitze, muss ich sagen. Ich find's spitze. Sehr viele Händler, aber man wird auch jetzt trotzdem letztendlich nicht wirklich überfrachtet, weil man nicht mit denen interagieren kann. Gut, ist natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen schade. Aber eigentlich auch wiederum gar nicht so verkehrt. So. Hier sind wir jetzt. Hey, bist du Belo? Danke, schickt mich. Ah, ja. Ich habe gehört, dass du kommst. Okay. Handel. Wieso braucht man denn was? Ich gucke jetzt einmal in Hilfe, ne? Dem Syndikat nahestehende Händler. Rebellenallianz, irgendwas. Okay. Gut. Crimson Dawn. Kaufen. Aha. Hier kann man Partikelbeschleuniger zur Verbesserung des Blasters. 2 Stück. Ist das einmalig und dann ist es das auch? Oder ist das so ein Use-Ding, was dann nur eine gewisse Zeit lang hält? So, vielseitiger Prozessor, Kühlkomponente, MG2 Energiefokus. Und ein Ionengehäuse, das werde ich wohl brauchen. Preis 0. Ja, 0 ist gut. Kaufen wir sowieso. Gekauft. Jetzt nur die Frage, kann man hier was verkaufen, was man noch nicht verkaufen konnte sonst? Ne. Jetzt nur die Frage, was machen wir damit? Toll. Jetzt. Und toll. Ja. Hast du ein paar Ionengehäuse für Blaster? Bist du neu in der Gegend? Sowas ist illegal. Nur die Syndikate haben gerade gekauft? Solche Geräte. Oh, alles klar. Wacker, ich brauche was Inoffizielles für meinen Blaster. Das wirst du stehlen müssen. Entweder von den Pikes oder Crimson Dawn. Wenn sie dir vertrauen, lassen sie dich auch in ihr Gebiet rein. Aber wenn nicht... Dann still und heimlich. Verstehe. Okay. Das bedeutet aber doch... Ja gut, das verfolgen wir jetzt weiter. Ne? Also den Blaster da irgendwie abzugraden, kann ja nicht verkehrt sein. Ich frage mich nur, ich habe doch gerade so ein Ionending irgendwie bekommen oder nicht. Wir gucken mal einmal in die Ausrüstung. Da gucken wir uns den Blaster an. Plasmamodul. Verbesserte Genauigkeit. Also wir haben jetzt so ein Standardding irgendwie. Achso, das können wir alles noch nicht. Superabkühlung, Schaden. Unentdeckt. Das sind die Konfigurationen. Das Aussehen interessiert mich jetzt nicht wirklich. Was, da sieht man ja nicht viel, ne? Was habe ich denn gerade gekauft für 0 Credits? Frag ich mich. Das müsste ja in der Ausrüstung drin sein. Im Inventar vielleicht. Als Questgegenstand vielleicht. Nein, als Wertgegenstand wohl eher nicht. Richtig, als Material. Da.
Akkubeschleuniger. Nee. Ja, ich weiß es auch nicht. Kernstück. Da, ein Ionengehäuse. Eine, vielleicht brauchen wir mehr davon. Vermutlich. Gut, wir machen Folgendes. Wir folgen dem Ganzen. Wir machen mal hier die Sabotage. Achso, der folgen wir sowieso schon nicht mehr. Richtig? Richtig. Crimson Dawn. Achso, jetzt kann ich entscheiden, von wem ich das klaue. Von dem Pike-Syndikat oder vom Crimson Dawn Viertel. Crimson Dawn Viertel habe ich ja ein ganz gutes Standing mit. Welches ist denn welches? Das da, da hinten, da muss ich hin. Habe ich ganz gutes Standing mit. Das heißt, wir können da vielleicht einfach reinspazieren, ohne uns irgendwie reinschleichen zu müssen. Ist das eine Annahme, die... Ist das hier? Ist das eine Annahme, die hinkommen könnte? Ja, ne? Wir gucken auf die Karte, ob wir da irgendwie was so schnellreisemäßig... Also, das ist Pike-Syndikat, das ist dürftig, aber hier... So, das... Da möchte ich hin. Wo sind wir? Ich bin noch so ein bisschen verpeilt. Ach, gar nicht so weit weg. Wir müssen nur hier irgendwie um die Ecke, Treppe runter, sind wir da. Ja. Hier irgendwo muss eine Treppe sein. Da, da ist die Treppe. Achso, nicht Treppe runter, sondern Treppe rauf. Alles klar. So. Woher weiß ich denn, was... Also ich nehme mal, Sturmtruppen haben nie Credits dabei. Wir testen das nochmal. Das muss Crimson Dawn Territorium sein. Mhm. Guter Junge. Ja, Granaten brauchen wir nicht. So, das ist Crimson Dawn Territorium. Wahrscheinlich diese Bar oder was auch immer das ist. Was ist das denn? Will ich das wissen? Weiß nicht. Was? Von der Elera gesprochen hat. Kay Vess? Sei doch nicht so laut. Ja, sei nicht so laut. So, sie ist in Ordnung, sagen die. Das heißt, ich darf hier einfach reinspazieren. Ganz genau. So, Crimson Dawn, gut. Genau. Ganz genau. So. Ja, wenn die jetzt stehlen. Wie ist denn da jetzt? Zack. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, wollte ich eigentlich sagen. Ne? Oh shit, was war das? Gut, dann los. Oh. So, ich habe übrigens die optische Verbesserung noch eingeschaltet hier. Der Schwierigkeitsgrad ist herausfordernd. Kryospule. Oh, ich glaube, die haben gerade mich quasi gerade darüber unterhalten, dass sie mich im Grunde genommen entdeckt haben. Oh. Moment. Nee. So. Okay. Woher weiß ich denn? Na gut, wir gucken einfach. Also ich habe keinerlei Idee. Geht's hier weiter? Ne, es ist ja sehr, sehr, sehr dunkel. Es ist eine Sackgasse. Ich glaube, hier kann man wahrscheinlich, hätte man eindringen können, wenn man nicht an den Wachen hätte vorbeispazieren können, so wie ich es gemacht habe. Ja, ja, so ist das auch. Okay, das, okay, wir können hier wieder raus. Hier, das geht schneller, wenn ich jetzt außen rumlaufe wieder. Habe ich gedacht. Also mehr oder weniger. Sie macht keine Probleme. Nee, ich mache keine Probleme, habt ihr recht. Wundert ihr euch gar nicht, dass ich zweimal hier reingelaufen bin? Ohne rauszukommen. Egal. So, Crimson Dawn Viertel. Hey, wo lagert Crimson Dawn wohl ihre Blasterteile? Ich habe gehört, die haben ein ganzes Lagerhaus voll mit Diebesgut. Wenn das stimmt, dann werden die Teile wohl dort sein. Okay. Also, da steht zwar, wenn man nicht entdeckt, wirst du rausgeworfen, aber oben steht ja, es ist ja blau noch, ne? Es ist nicht orange oder wie ist das gedacht? Oder darf ich hier doch nicht hin? Oh, ich weiß auch nicht. Komm, wir sind vorsichtig, wir sind vorsichtig. So. Oh, falsch. Wahrscheinlich, oder ich könnte mir vorstellen... Alles klar. Ich könnte mir vorstellen, dass ich noch höheres Standing bräuchte, um hier rumzulaufen. Aber kann man das irgendwo vielleicht nochmal genauer herausfinden, was ich darf und was ich hier nicht darf?
Wegpunkt platzieren. Ruf, Ruf. Wir gehen mal in den Ruf rein. Crimson Dawn. So, willkommen bei uns. Kay kann nun alle Bereiche des Syndikats frei betreten. Alle Bereiche. Aber Diebstahl wird nicht geduldet. Dann tut mir leid, dass ich dich umgehauen habe. Ich laufe mal hier so durch. Mal gucken, was passiert. Servus. Ja, funktioniert tatsächlich. Nicht. Ist gut. Ja, ist gut. Da darf ich wohl nicht rein. Also darf ich da jetzt im Sinne von... Alter, ist der in Ordnung? In diese Tür nicht rein? Und hier ist noch ein Händler. Darf ich mit dem reden? Wie geht's? Ja. So, da kann man Stiefel kaufen. Ach, guck mal da. Ich kann Stiefel kaufen. Oder Hose oder was. Ja, Revolverheldenhose. Erhöht die Genauigkeit beim Schießen aus der Hüfte oder beim Laufen. Aha, also Equipment hat doch auch Sinn. Granaten. Okay, haben wir eh 3 Stück. Ich bin ja sowieso immer so, dass ich da vergesse, die Sachen zu benutzen. So, du erhältst eine große Menge Adrenalin, wenn du jemanden aus dem Hinterhalt erschlägst, okay? Man sollte wissen, was man will. So. Was ist denn hier? Darf ich hier hin, oder? Ich weiß nicht. Na, okay, alles klar. Ist ja gut. Das sollte sie nicht noch. Es war so leicht. Wirklich? Ablenken kann man die. Aber das... So, er hier hat nichts zu meckern. Also grundsätzlich... Er konnte es kaum erwarten, alles zu... Was haben die denn wohl dabei? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle Sturmtruppen haben Granaten. Was haben die hier? Auch Granaten, okay. Tschüssi, du hast deine Granate verloren da. Pass ein bisschen auf deine Sachen. Ist gefährlich. Hier ist niemand? Glaube. Okay. Gut, also es gibt halt innerhalb der Bereiche nochmal extra gesicherte Bereiche, wo wir nicht rein können. Erkennen tut man die aber im Grunde genommen dann nur daran, dass die ausrasten, wenn man in die Nähe kommt. Meine Zone ist sicher. So. So. Das bedeutet ja höchstwahrscheinlich, dass es irgendwo da drinnen, ich meine, das sind so ein paar Fragezeichen. Ja, das ist ein Fragezeichen bei 31 Meter, direkt daneben ist bei 30 Meter die Quest-Markierung. Kann man hier durchlaufen? Ja. Entspann dich mal, Woran erkennt man denn wohl jetzt, welche Wachen, welche sind, wo wir nicht vorbeilaufen dürfen? So, wir gucken jetzt nochmal, ob wir da einen Eingang sehen irgendwo. Weil hier wird ja gequatscht ohne Ende. Die sehen auch anders aus. Die sehen so rötlich aus. Das sind die anderen nicht. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir an denen vorbei? Du wirst nicht glauben, was er verraten hat. Aha, hier können wir noch hoch. So, das ist jetzt hier ja dann... Ah ja, genau. Ah ja. Verstehe. Verstehe. So. Das heißt, wahrscheinlich darf mich jetzt gar keine Wache mehr sehen, ne? So, da haben wir einen. Den können wir relativ leicht selber wegmachen. Da hinten ist... Oh, der ist auch einer. Bewegt er sich? Bewegt der sich? Oh, ja. So mehr oder weniger. Komm, das schaffen wir. So. Zack. Also ich denke mir, ne, ich weiß nicht, ob die Wache jetzt wichtig war, aber je weniger Wachen hier rumlaufen, desto besser ist es ja nur für mich. Ne? Ist ja immer so eigentlich. Das heißt, wir knocken Wachen aus, wo es nur eben geht. Ist jemand in der Nähe? So, nix. Gegrunzt. So, da kann man was ausmachen. Nix hier halten. Achso, man muss das nach unten halten, damit da der Ventilator aufhört, okay? Oh shit. Siehst du was? Da haben wir jetzt einen, haben wir davon jetzt, Oh Mann. Das muss jetzt gut laufen. Oh, ist jetzt nicht trivial, ne? Irgendwie hier, die Sache zu lösen.
Oh oh. Oh oh, die dürfen nicht näher kommen. Der eine guckt sich hektisch um. Sieht mich aber zum Glück nicht. Der andere ist ganz locker. Na dann weiter. Ja. Ich kenne jetzt deren Route nicht, ne? Hast du was, Kleiner? Geht klar. Okay. Boah, jetzt hier halten. Und wir zischen da durch. So. Und durch. Oh. Ich hoffe, es gibt einen besseren Weg nach draußen wieder, als da hier durchzukraucheln. So, hier geht's nicht weiter, alles klar. Das war jetzt doch jetzt irgendwie ein bisschen aufregend, muss ich gestehen. Oh, was haben wir hier? Ach, da kann man das hier auch ausschalten. Hebel umgelegt halten. Ach so. Okay, das ist der Rückweg quasi, verstehe. Hier geht's runter. Ist da jemand? Nein. Boah, slivanisches Eisen plus 8. Achso, hier oben war alles klar. Okay, ich weiß, wo wir sind. Und dann geht's auch nur da weiter. Alles klar. Ja, schon gut. Guter Ort für Operationen. So. Neue Schatzposition. Crimson Dawn Tresorraum. Okay, Tresorraum hört sich sehr gut an. Hier haben wir einen Computer. Aber wir klauen erstmal alles, was... Ah. Da haben wir doch unsere Quest erledigt. Wir nehmen alles mit. Hast du eine Werkstatt oder so, die ich benutzen kann? Ich habe was Besseres. Auf der Bahnbrecher gibt's eine Werkbank, die ich zum Laufen gebracht habe. Außerdem habe ich das Schiff zu einem richtigen Dock in einer Siedlung namens Jaunters Hoffnung gebracht. Da ist es netter, bequemer. Okay. Na gut. Krass, wie viel Kram man hier klauen kann. Und das erinnert mich total jetzt gerade auf Thief. Ne? So, Datenblock lesen kann man jetzt hier. Interessant. Man munkelt, dass das nächste Rennen an das größte Fatier von allen geht. Da wurden über Nacht gigantische Wetten platziert. Also das waren diese Pferderennen. Also Pferderennen waren es ja nicht, Fatierrennen auf Computerzug. Achso, ja, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Auf Computer zugreifen. E. So. Zum Entriegeln hängen. Gerne. Vier Versuche, das ist nicht viel. Und hier gibt es auch noch zwei identische. Okay, das haben wir bisher noch nie gehabt. Oh, das ist aber schon mal gut. Das bedeutet, wir können mal das nehmen. Das und das. Okay, dann ist das aber eigentlich schon mal klar. Wir nehmen das als erstes. Moment, jetzt muss ich nachdenken. Das Ding muss an letzter Stelle. Achso, nee, stopp. Kann man zurückgehen? Letzte Glyphe löschen. Als erstes muss die kommen. Als zweites wissen wir es noch nicht. Könnte die sein. Als drittes muss die kommen. Ja, jetzt haben wir... Was passiert, wenn es... Kann man das unendlich oft probieren? Wir nehmen einfach das hier. Schade. Aber aus welchen Gründen auch immer haben wir noch mehr Versuche jetzt. Aber vielleicht wird dann ein Alarm ausgelöst. Ja gut, das muss es ja jetzt sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht so genau, was das Problem war jetzt. Also nee, nicht, was das Problem war, sondern warum wir einfach weitermachen konnten. So, im Journal ansehen. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Jetzt war ich so abgelenkt davon. Habe ich mich selbst so abgelenkt vielmehr. Eine Konsole in der Nähe sollte die Fundorte der drei, achso, Schlüsselkarten aufzeigen können. Tab im Journal ansehen. Aha. Im Journal ansehen. Ach so. Das sind die drei Schlüsselkarten. Die sind aber gar nicht hier, sondern irgendwo auf der Welt hier. Ah, okay. Und irgendwo im Orbit. Achso, man kann also jetzt gar nicht
hier in den Tresor rein. Genau, hier kann man die Schlüsselkarten benutzen, wenn man sie hätte. Aber können wir jetzt nicht, weil wir das nicht haben. Und weil die auch nicht hier in der Nähe sind. Einmal kurz auf die Karte gucken, um das nochmal irgendwie... Hier wird auch nach wie vor nichts gehighlightet. Könnte man jetzt hier Schnellreise rausmachen? Nein, natürlich nicht. Gut, aber ja, irgendwie klar. Okay, da oben ist hier so eine Lupe. Aua. Okay, das lassen wir mal irgendwie. Ja, gut, okay. Jetzt könnten wir noch... Hier ist ein Kabel, das geht da hoch. Was siehst du? Ist aber eigentlich nur Zufall. Jetzt muss ich tatsächlich auf dem gleichen Weg nicht mich nochmal rausschleichen, wie ich reingekommen bin. Das ist aber nicht trivial, will ich mal sagen. Oder könnten wir hier einfach rausspringen und sagen, dann ist okay. Weil da unten ist ja nicht mehr zugangsbeschränkt, ne? So, das machen wir. Wir gucken mal eben. So, der guckt gerade nicht, der guckt gerade nicht. Hops. So, ja, das ist doch gut. So, schön war es bei euch. Ich gehe mal wieder. Tschüssi. Jetzt müssen wir eigentlich bei diesem Pferderennen nochmal gucken. So, jetzt sind wir safe. Ja, alles klar bei mir, danke. Jetzt müssen wir wieder Schnellreise machen können. Können wir aber nicht. Vielleicht, weil wir hier drin sind. Vielleicht müssen wir außerhalb des Gebäudes sein. So wie jetzt. Mal schauen. Doch. Hier nicht hin. Warum weiß ich nicht? Weil wir schon da sind vielleicht. So, da waren diese Fatierinnen. Wir machen mal jetzt, Schnellreise haben wir noch nie gemacht, deswegen machen wir das mal. F. Aufregende Erfahrung. Zack. So, jetzt gucken wir mal bei den Pferderennen-Kollegen. Da müssen wir aber nach links für. Da lang. So, und das größte Quartier. Ja, bitte? Nee, ich muss erst Pferderennen machen, Entschuldigung. Die Jockeys nehmen sich einen Augenblick Zeit und winken den Wie sieht's auf der Rennstrecke aus? So, das größte. Hier sieht man was. 4 Jahre alt, nehme ich an. 2,91 Meter groß. 3,18. 3,5, 2,95, 3 Meter. 3,18 ist das Größte. Aber nicht das Schwerste. Aber die haben gesagt, das Größte. Dann machen wir das mal einfach mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Wer nicht wagt. Wir machen mal hier die 50 Credits. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wen haben wir denn jetzt gewählt überhaupt? Welche Farbe hatte der? Lila, glaube ich, ne? So, Startziel. Alles klar. Wir haben hier Lila gewählt. Und auf geht's. Das sieht ja gut aus. Ist schon fast ganz, ist ganz vorne. So. Los, los, los. Hier blenden das UI mal aus. Oh nein. Dritter Platz. Dritter Platz. Aber er geht nach vorne. Erster Platz. Ja, läuft. Hat funktioniert. Jawohl. Okay. Sind das echte Rennen, die da übertragen werden? Oder ist das, findet das tatsächlich nur hier irgendwie statt in diesem mechanischen Ding da? Naja, gut, egal. So, der Typ wollte mit uns reden. Das gucken wir uns auch mal eben an. Uff, den Blick kenne ich. Ich bin in der Nähe von Casinos aufgewachsen. Manchmal hört man besser auf. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Tut mir leid, aber ich weiß, wie das endet. Du musst an mich glauben. Nee, muss ich nicht. Das ist ein Irrtum. Eigentlich nicht. So, jetzt haben wir unseren Blaster-Kram. So, jetzt können wir den Blaster, können wir den jetzt selber verändern? Blaster? Da, Ionen. Das ionisierte Partikel abfeuert, effektiv gegen Schilde und Druiden. Auswählen. Gehe zum Zusammensetzen zur Werkbank der Bahnbrecher. Ehrlich? Setze das Ionenmodul zusammen. Da gibt es auch keine Werkbank hier in dem ganzen Laden, ja? So. Setze das Ionenmodul zusammen. Ist tatsächlich, muss ich das hier machen, wo die jetzt hingebracht wurde. Ja gut, dann ist das so. Dann gehen wir raus aus der Stadt.
Also Stadt ist jetzt auch, ne? Achso, den korrupten imperialen Offizier, den können wir auch mal eben besuchen. Der ist hier links um die Ecke. Und dann war es das eigentlich auch fast, was man hier machen kann, ne? Erstmal. Gut. Sie wissen, wie das läuft. Zahlen und Schweigen. Da. Daka Tinkasa. Ich habe sie von der Fahndungsliste gestrichen. Weitergehen, bevor sie jemand sieht. Ah, Fahndungsliste streichen, okay. Hey, mir ist ein kleines Nebengeschäft hier aufgefallen. Ich habe nichts zu verbergen. Wenn Sie Ärger mit dem Imperium haben, kann ich Ihre Probleme mit nur ein paar Kredits lösen. Ah, nichts zu verbergen. Ah, okay. Haben wir aber nicht. Wir sind ja gesetzestreue Bürger. Wir beklauen nur Leute, die es nicht ans Imperium melden, wenn sie beklaut werden. Bis jetzt jedenfalls. Landezone. Ach, da kann man wohl irgendwann mit seinem Raumschiff auch landen. So, wir gehen hier hin. F. Und dann gehen wir, holen wir unseren Speeder. Ich weiß gar nicht, ob der noch da steht, wo wir ihn abgestellt haben. Ich hätte ihn einfach umgucken brauchen, ne? So, hallo. Aber erstmal wollte ich auch mal eben zu den Händlern da unten gehen und da war ja noch was fürs Raumschiff. Das haben wir uns noch nicht so angeguckt. Punkt. So, unseren Speeder hatten wir hier hingestellt. Der ist weg. Ja, ist gut. Gut. Aber da unten steht Z und dann so ein Speeder-Symbol. Ich nehme an, ich kann nach meinem Pferd pfeifen. Ist das korrekt? Hallo? Ah ja. Zeit zu verschwinden, nix. Ah ja. Gut, okay, alles klar. Das kennen wir ja von anderen Spielen. So, du bist ein... Wir rüsten ihr Schiff auf. Hier spielt ein Spielautomat, steht ein Spielautomat und hier gibt es Schiff nicht verfügbar. Alles klar, gut. Dann ist das eben so. So, jetzt müssen wir 3 Kilometer durch die Botanik rasen. So, mal gucken. Man kann das auch mit der, also ich spiele ja mit Maus und Tastatur, man kann das auch mit Maus lenken, dieses Gefährt hier, aber das kriege ich überhaupt nicht gebacken. Also von daher lassen wir das. Es fehlt noch so ein Schub, ne? So ein Boost irgendwie, den man machen kann oder so ein Sprung oder sowas. Das wäre cool. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das noch kommt. Wie sieht unser Leben jetzt wohl aus? Was nix? Wir sind allein. Also... Komplett allein. Da blinkt irgendwas. 130, 120, 100 Meter. Aber wir können es loswerden. Wir brauchen nur genug zum Überleben, bis wir einen hier waren wir doch schon. Landen. Dann hält uns niemand mehr auf. Aber jetzt sind hier Leute. Dann sind wir gemachte Leute. Was, was seid ihr für Leute? Nichts. Also hier war ja so ein Fragezeichen. Deswegen hatte ich jetzt angenommen, dass man hier hin kann. Und was machen kann, aber... Ah ja, jetzt ist hier auch ein Händler. Ich sehe das Zeug nicht. Oh, ganz viel Kram ist hier. Zuhören. Hast du vergessen, wo das Versteck ist? Wofür hältst du mich? Es ist hinter dem Wasserfall bei Jontas Hoffnung. Da sucht keiner. Das hoffe ich. Wenn wir das Geschäft nicht abschließen, sind wir Glockstar-Fraß. Oh, entspann dich. Alles wird gut. Okay. Jemand, da kann man irgendwie hin und dann kann man da irgendwas machen. So, zurück auf den Speeder und weiter. Ich nehme an, man wird dann so im Laufe der Zeit ganz viele Hotspots sammeln, so, ne, auf der Karte. Und die dann so nach und nach abklappern. Könnte ich mir vorstellen. Da brennt was, sollen wir mal gucken. Aber das ist angenehm schnell, das Gerät. Das macht schon Spaß. Hallo? Können wir hier was machen? Ah ja, man kann mit ihm reden. Handeln. Hi. Achso, das ist einfach nur ein Händler, der verkauft Informationen. Das vergrabene Artefakt ist eine Menge Credits. Ja, komm, 160 Credits kaufen wir. Diese Informationen. Okay. Verkaufen. Schatz auf Toshara, okay. Ja, das machen wir alles so im Vorbeigehen, ne? Wenn wir irgendwie, wir gucken mal auf die Karte. Wir wollen da, ach, so weit noch, so weit laufen, okay. Dahin.
Dabar Energiezentrale, Orientierungspunkt. Achso, das ist die Tankstelle, an der ich gerade war. Imperiale Konsole, da ist die Stadt, alles klar, verstehe ich. Da gäbe es diese Schlüsselkarte für den Tresorraum. Da auch. Und da ist das Wasserfallvorratslager. Das können wir gleich mal abchecken, wenn wir hier dahin gehen. Ne? Sabotage für die Fraktionsquest. Okay. Wo ist jetzt die Information mit dem vergrabenen Artefakt? Naja, gut, das wird sich schon irgendwie irgendwann... Wir fahren mal weiter. So, dahin. Wow! Macht schon Laune, hier so über die Gegend zu pesen. So, jetzt rammen wir den. Boah, passiert nichts. Okay. So, weil ich jetzt nichts Interessantes sehe, halte ich auch nicht an, ne? Unsere gestohlenen Vorräte wurden in einem Piratenlager gefunden. Eine Eingreiftruppe ist unterwegs, um imperiales Eigentum zurückzuholen. Oh, imperiales Eigentum? Imperiales Eigentum. Wo denn? Wie kann ich da Nein sagen? Können wir nicht. Die Antwort lautet, können wir nicht. Aber finde das Piratenlager. Ach, da oben ist so ein gelbes Ausrufezeichen. Alles klar. Gibt's eigentlich einen Tagesrhythmus hier? Oh, da kommt schon eine imperiale Fähre an. Gibt es eigentlich einen Tagesrhythmus? Weil es kommt mir so abendlich vor irgendwie. Stopp. Wie kommen wir da hoch? So kommen wir da hoch. Zugangsbeschränkter Bereich. Wegen dem Imperium nämlich. Ja, das ist ja okay, die können die Piraten eliminieren. Kann man hier in Deckung gehen in diesem Gras, obwohl das so... Ja, alles klar. Scheint so. Wir sind alle ein bisschen nah beieinander jetzt. Wenn ich den anpfeife, kommt dann wohl nur der? Oh shit. Wir machen mal... Komm, du lenkst mal ab. Du lenkst mal... Los, ja? Lenk sie ab, Nex. So. Das weg. So. Zack. Zack. Sehr gut. Oh, Blastergewehr. Oh, shit. Okay, Blastergewehr. Ach was, das ist doch gar nicht wahr. So, da hinten ist noch einer. So, schleichen brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir haben alle weggeballert, ne? Ne, da hinten ist noch einer. Hat der gar nichts mitbekommen, der arme Kerl. So. So, jetzt klauen wir die Fähre. Oh ne, schon wieder zu. Schade. Nimm das. Und das. Naja, gut, egal. So, hier können wir eine Granate und was zum Heilen abgreifen. Habe ich schon wieder vergessen, dass wir sowas haben. Aktuierungsmodul. Oh ne, das war zum Explodieren. Das ist auch was zum Explodieren. Grobtuch. Noch mehr Grobtuch. Ein Behälter. Ganz viel Grobtuch. Ionenzellen. Das ist es, glaube ich, ne? Der Rest ist nur zum in die Luft jagen. Ah, ne, da ist noch was. Ich wollte gerade sagen, da wir es dem Imperium ja auch nicht gönnen, den Rest zurückzubekommen, laden wir den ganzen Kram, sprengen wir es in die Luft. Da haben wir ziemlich gute Beute gemacht, was nix? So. Okay. Das war so ein nettes Zwischending irgendwie. Wo ist man es wieder? Da. Und wenn man jetzt noch die imperiale Fähre klauen könnte oder sie zumindest irgendwie da die Klippe runterschubsen könnte oder sowas, wäre auch witzig. Boah. So 800 Meter in die Richtung müssen wir. Oh shit. Ei. Hier ist ein Farm. Hätte man auf dem Ding da oben landen können? Ja gut, eine Farm brauchen wir jetzt nicht mit zu interagieren. Wir, also es wird dunkler, ne? Das Licht ist gerade angegangen, das kann kein Zufall sein. Es scheint einen Tag-Nacht-Wechsel tatsächlich zu geben. So. Hier ist auch was. Neue Schatzposition. Zengar-Farm. Ja, das gucken wir uns jetzt an, weil das, wenn, also Schatzposition klingt ja auf jeden Fall so, als sollte man gucken, ne?
Benötigt Fusionsschneider. Haben wir noch nicht sowas? Okay, dann gehen wir wieder. Ich nehme an, das ist ein Tool, was man sich kaufen kann oder was man im Laufe der Story irgendwie bekommt. Keine Ahnung. So, da. Jauntas Hoffnung. Ist das da unser Raumschiff da hinten? Oh, 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 oh. Wo ist denn der offizielle Eingang? Da hinten. So. Es ist voll cool, wie viele Gleiter so hier rumfahren. Man hat wirklich das Gefühl, man ist auf einem lebendigen Planeten irgendwie. Das finde ich schon ziemlich cool. Hier hat Wacker also die Bahnbrecher hergebracht. Achso, aber bevor wir die Bahnbrecher suchen, gehen wir erstmal eben cool. Achso. Wie kann man denn jetzt Z-Navigation? Ja. Nee. Ach, liebe Zeit. Ich will einfach nur die Übersichtskarte, also weiter weg. Ah, so. Da wollen wir hin. Der Taste. Bevor wir nämlich jetzt hier irgendwie storymäßig weitertreiben, holen wir uns, was da immer da vergraben ist, holen wir uns mal eben. So. Sieht also auch auf der Karte so aus, als wäre hier irgendwie so ein Weg auch dahin. Das ist ja auch ein Wasserfall. Ja, was ich jetzt dann. Hui! Hallo? Ja. TK-7688. Da ist ein Wasserfall. Da ist noch ein Wasserfall. Hinter dem Wasserfall heißt ja wohl, wir müssen da runter. Suchbereich. Hier ist ein Suchbereich. Steigen wir ab. So, der sagte ja hinter dem Wasserfall. Hinter dem Wasserfall heißt, wir müssen da runter. Wenn ich B drücke, passiert irgendwas? Nein. Kann man schwimmen oder irgendwas? Weiß ich nicht. Testen. Man kann sterben vor allem. Ist das ein Spiel, wo es kein tiefes Wasser gibt und man deswegen nicht ins Wasser fallen darf? Ist es ein Spiel, wo man nicht schwimmen kann und deswegen sofort ertrinkt? Oder ist es ein Spiel, wo man einfach ganz normal tauchen kann? Ich weiß nichts davon. Kann man sich hier irgendwie so runterschießen? So? Aua! Ja, kann man, aber tut halt weh. So, die sagten hinterm Wasserfall. Hier kann man nicht rein. Hier aber. Oder? Nee. Nee. Ich dachte, weil da irgendwie sowas Blaues kam, aber... alles klar. Ja, wir müssen uns wohl heilen. So. Datenblock lesen. Hey, kleiner Bruder, ich habe deinen Vorrat gefunden. Und weißt du warum? Weil du ihn hinter einem Wasserfall versteckt hast. Ganz schön offensichtlich, meinst du nicht? Weißt du, in welchen Schwierigkeiten wir stecken, wenn du die Beute nicht ablieferst? Zum Glück ist deine schlauere Schwester hier, um die Kuh vom Eis zu holen. Ich habe das Zeug in Tante Nesas neuer Bleibe weggeschlossen. Sie ist neben dem Plateau südlich von Jauntas Hoffnung. Okay. Dann gehen wir da als nächstes hin. Also hier ist jetzt gar nichts mehr, ne? Ja, korrekt. So, jetzt rufen wir unser Pferd. Echt jetzt? Okay. Gut, das habe ich auch erwartet. Bist du bereit? Ich bin bereit, danke. Ach, er kreuzt eine Straße, alles klar. Da ist unser Schiff. Aber für Gleiter eingeschränkter Bereich. Achso, weil wir jetzt quasi in der Stadt sind. Muss ich wahrscheinlich weiter rechts laufen. Oder fahren vielmehr. Um zur Weidenau zu kommen. So, nix. Es geht los. Ach, guck mal, da kommt es angefahren, tatsächlich. So, alleine darf das Ding fahren, mit mir drauf aber nicht. Verstehe. So. Sehen aus wie Wale, ne? Die Dinger da in der Luft. So, das war das Ding. Ja, jetzt fahren wir ja genau dahin zurück, wo wir hergekommen sind, ne? Naja, egal. So, hier ist auch wieder ein Suchbereich. In Tante Blablablas alter Bleibe. Das muss ja vermutlich ein Gebäude sein. Und da vorne ist ein Gebäude. So. Dann schauen wir mal. Vor allem hier bin ich gerade ja von da oben irgendwie runtergepurzelt und habe gesagt, sollen wir uns das angucken? Nein, sollen wir nicht. Und dann, naja, egal. Hast du kurz Zeit? Bist du Tante Nesa? Willst du etwas von mir? Deine Meinung. Meine Tochter will zum Arbeiten nach Mirogana, aber mir bereitet das Imperium Sorgen.
Die Stadt ist mehr als nur das Imperium. Du willst nur nicht, dass ich gehe. Warte noch eine Saison. Wenn die Imperialen fort sind, reden wir drüber. Ach, ist das zu glauben? Was meinst du? Das ist mir eigentlich ganz ehrlich völlig egal. Hier geh. Das Imperium ist gefährlich, aber es ist nun mal da. Tu einfach, was du willst. Richtig. Genau. Und dieser Mond, unsere Geschichte ist es wert, dafür zu kämpfen. Kämpfen? Ich verstehe es nie. Glaub mir. Aber dein Weg ist ein gefährlicher. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt. Das Leben ist voller Gefahren. Es ist besser, man bereitet sich vor. Ich weiß, du machst dir Sorgen, Mama. Aber sie hat recht. Danke. Ja, bitte. Ob solche Sachen wohl später nochmal wichtig wären, ob ich diese Person dann jetzt dann vielleicht in der Stadt mal treffen kann? Und wichtiger noch, bist du Tante Nesa? Denn sonst, wenn das nicht so wäre, wäre es irgendwie dann auch ein bisschen belanglos, ne? Diese Entscheidungen, die man da treffen muss. So, wir haben hier einen, da oben war noch so ein kleiner Weg, eine kleine Wegmarkierung, die hier hin zeigte. Aber hier kann man nicht rein. Sieht übrigens genauso aus wie das eine Gebäude, wo ich diesen, ich weiß nicht mehr, was es war, Bolzenschneider oder was, für brauchte. Kann man hier hochklettern? Nein. Müsste ich jetzt irgendwas, muss ich jetzt hier aktiv suchen? Was soll man denn da suchen? Hier sind Dinge. Die sind aber alle da drin. Und hier ist schon irgendwie eigentlich was, wo man, achso, weil da kann ich nichts da reinschicken. Ja. Nix. Halt das mal für mich, ja? Ach so, da kann ich natürlich schon das wegballern. Korrekt. Nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ist das was, wo ich Ionenschüsse für bräuchte, eventuell? Was ist das da? Bring mir das. Schleich mal rüber und hol das. Ja. Mach das mal. Was haben wir da? Gut gemacht, Kleiner. Ja. Polycarbonat. Ja, ist das hier das neue Vorratslager oder nicht? Es wird ja von der alten Bleibe gesprochen, das kann ja nur, oder ist das irgendwie auf der Karte eingegrenzt? Das wäre auch mal interessant. Schatz. Gleiter. Oh, das ist aber ein großer Bereich. Ui. Leise nicht. Ja gut, leise. Da. Leise, wieso leise? Hui. Halt dich fest, nix. Ja gut, also es könnte sein, dass das hier das ist, was ich suche, wir aber noch nicht rein können. Ansonsten drehen wir mal eben so eine kleine Runde und gucken nochmal, ob hier noch irgendwo ein Gebäude ist oder sowas, was gemeint sein könnte. Aber ich sehe nix. Da unten ist ein doofes Wasserloch. Ne. Könnte natürlich auch, der Suchbereich geht auch da oben lang, über der Klippe, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Beziehungsweise, da kann man hochklettern. Moment, das, boah. Das hätte auch übel enden können, glaube ich. Mal gucken, ob hier noch was ist. Ich glaube nicht, dass Tante Nesa hier gewohnt hat, aber gucken kostet nichts. Hier kann man, glaube ich, hoch, ne? Oder? Es sieht hier so markiert aus. Nee, oder? Nee, achso, da ist. Bin ich doof, ey. Ich hab das so gesehen, dass da so eine Wurzel war, aber hab mir einfach nichts dabei gedacht. Also, wenn das hier jetzt nicht ein super Versteck wäre, aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Weg, den man zu Fuß nach oben nehmen kann. Moment, man kann auch hier lang klettern, ne? Oder? Das ist auch Kletteroberfläche, ja. Um was zu tun. Also da kommt man auch hoch. Okay, jetzt ist man hier oben. Man hätte auch hier. Hier liegen auch Sachen. Ah, das ist doch eventuell. Ist das vielleicht der Schatz gewesen? Nee, ne? Das wäre, die Quest wäre ja dann abgeschlossen, wenn das so gewesen wäre. Komisch. Wow! Tut das weh, da runterzufallen?
Wir gucken noch einmal da oben und dann, wenn das da nichts ist, dann ist egal. Dann gehen wir weiter zur Stadt und gucken mal nach unserem Raumschiff. Wir jetzt auch keine Geister hinterherjagen für ein paar Credits. Das lohnt sich ja auch nicht. So, was ist, wenn ich jetzt meinen Speeder rufe? Dann... Aua, dann kommt der auch sofort. Ja, ist gut. So, ist denn hier was? Das irgendwie aussieht wie ein altes Gebäude oder sowas. Ne, hier ist eine geile Sprungschanze. Okay, aber... Okay, dann halt nicht. So, wir gehen auf die Karte. Wir sagen jetzt, wir folgen diesem Quest hier. Schnellreise, ach so. Ja, das ist auch gut. Wow. Sieh dir mal das Schiff an, Nix. Wacker war fleißig. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt hier die Stadt richtig betreten. Ordentlich. Okay, das haben wir jetzt dann irgendwie übersprungen. Naja, gut, wir gehen trotzdem mal hier rein. Du findest alle Belohnungen in der Lieferkiste hinten im Bahnbrecher. Bist du die Lieferkiste hinten im Bahnbrecher? Oh ja. Ach so, das ist hier, weil ich habe Spoiler-Alarm Ubisoft Plus oder so abonniert. Deswegen habe ich früh Zugriff zu dem Spiel. Und ich glaube auch alle Extras, die man so haben kann. Aber das sind alles, so wie ich das sehe, nur optische Sachen. Wobei natürlich, kann ich einfach alles nehmen, ja. Wobei natürlich der Helm natürlich episch ist, ne? Lando Calrissian lässt grüßen. So, jetzt kann ich jetzt sagen, ich will beispielsweise... Ah ja. Okay. Das ist einfach nur kosmetisch. Ah ja, steht auch da, kosmetischer Gegenstand. Ne, das nicht. Haha, Han Solo. Kesselfliegerweste, alles klar. Cape des Sabak-Schlitzohrs. Das hat doch in irgendeinem Film, hat das doch Lando Calrissian trägt das doch. Ist cool, aber ich nehme lieber das hier. Das sieht ganz gut aus. Ich mag ja so den etwas... runtergerotzten Look. Kesselfliegerhose. Hat die auch Streifen an den Seiten, wie das bei Han Solo ist? Das nicht? Nee. Aber wir nehmen die Kesselfliegerhose. Ja, mit koreanischem Blutstreifen, genau. Aber Nix hat auch was. Nix kann eine Brille nehmen. Ein Bandolier. Solche Dinge. Cyborg-Implantate. Ja, das nehmen wir. Das erklärt, warum er so intelligent ist. Talismane, Case, Glückschip. Achso, okay. So, dann noch das Holster. So ordentlich. Ist okay. Pff, kein großer Unterschied. Zu ordentlich. Die Buchse gefällt mir nicht so gut. Sorry, da müssen wir jetzt mal einmal gemeinsam durch. Aber, die anderen gefallen mir auch nicht so gut. So machen wir. Okay. Oh, sieht ganz gut aus. Schneidiges Cape. Ach, Fahrzeugschmuck. Ein Fahrzeugschmuckstück. Hä? Ausrüstung? Hier gibt es kein Fahrzeugschmuckstück. Blaster, Werkzeuge, Inventar. Werkzeuge? Nee. Fahrzeuge. Gleiter. Aussehen. Standardanstrich. Gibt es auch andere Anstriche? Oh, das sieht gut aus, so richtig runtergekommen. Ach so. Okay. Ja, nehmen wir das hier. Alles klar. Ich dachte, das wäre jetzt... Ach, da kommt der Helm hin. Ja, den nehmen wir auch dabei. Ich dachte, den könnte man selber aufsetzen. Schade. Okay, so genug an diesen Spielereien rumgespielt. Wir gucken jetzt nochmal hier uns alles an. Hier kann man nach wie vor nicht hoch. Da ist die Werkbank. Da ist die Werkbank. Wo? Das hier? Nee. Das da? Das hier. Moment, was war hier? Da war noch so ein... Ah nee, das ist einfach nur noch ein Ausgang. Moment, gucken wir gleich weiter. Ich möchte nur einmal hier schauen. Das ist die Brücke. Was war das? Egal. So, hier könnte man sich setzen, aber dann würde man vielleicht losfliegen oder sowas. Das will ich ja gar nicht. Im Augenblick zumindest noch nicht. Hier ist... Ah, cool. So eine Lounge-Area. Schön. Richtig mit Essen und so. Wow.
Schlafzimmer, Kleiderschrank benutzen. Ach so, okay, das ist das gleiche, wie wenn wir das übers Menü machen würden. Datenblock lesen, Block lesen. Man sagt, das Können zeichnet einen guten Schmuggler aus, aber glaub mir, das stimmt nicht. Auf die richtige Ausstattung kommt es an. Na klar, Glücksspiel macht Spaß, aber dein Geld für gute Ausstattung auszugeben, kann eines Tages den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Mhm. Du bekommst gute Ausstattung bei den Schneidern in der Stadt, aber die Premium-Ware geht an die Syndikate. Verdiene dir ihren Respekt, dann verkaufen sie dir vielleicht. Der Rest liegt schwer bewacht in ihren Basen. Nach allem, was ich gehört habe, ist die beste Ausstattung in Vorratslagern in der ganzen Galaxis versteckt. Ich habe sogar ein paar Fundorte in der Umgebung ausfindig gemacht. Jet Cordo. Oh, shit. Grobian, Begamor, Grobian-Hose. Ist jetzt wahrscheinlich auch auf der Karte. Oh, was haben wir hier? Ihr Lehrer hatte recht. Sliro hat ein Todesmal auf mich ausgesetzt. 400.000 Credits? Dann müssen wir uns was einfallen lassen, bevor Serikbesch uns findet. Okay. Blaster modifizieren. Aussehen? Nein. Module. Wir machen jetzt Ionen. Auswählen. Zusammensetzen und ausrüsten. Neue Konfiguration erstellt. Salve. Ein Standard-Ionenmodul, das ionisierte Partikel abfeuert. Effektiv gegen Schilde und Droiden. Fortfahren. Wie wechselt man jetzt dazwischen? Werden wir bestimmt gleich aussehen. Können wir auch was machen? Das hier. Puh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Danke, mein Blaster wäre dann soweit. Willst du mir jetzt diesen Auftrag geben? Ja, Belo meinte, dass du bei ihm warst. Ich schick dir den Fundort des Lagers. Verschaff dir Zugang und nimm alles mit. Alles klar, das schaffe ich. Gut, komm nach Jauntas Hoffnung, wenn du fertig bist. Ich bin in Jauntas Hoffnung, ne? Aber was ist jetzt mit meinem Blaster? Also schießt der jetzt nur noch Ionen? Strahlen irgendwie oder auch andere Sachen. Und was gibt's hier in Jauntas Hoffnung? Hier gibt es den Schiffsmechaniker. Vielleicht können wir da jetzt was machen, weil wir ja jetzt das Schiff auch haben, quasi offiziell in Besitz genommen haben. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Bist du das? Nee. Moment, war der nicht hier? Verteidigst du Torden immer noch nach allem, was jetzt rausgekommen ist? Was? Da. Meinst du sein Treffen mit Zerik? Ja. Schiff nicht verfügbar. Okay, alles klar. Wir sind noch nicht so weit. Okay. Wir gucken uns mal eben hier um in diesem kleinen Ort. Ob es hier noch was zu tun gibt. Da war der Eingang. Da sind wir auch schon mal reingefahren. Achso, das ist dann denkbar klein wahrscheinlich. Aber Händler wird es ja wohl hier geben. Was seid ihr denn für komische Viecher? Wir streicheln alles. Alles nicht, was nicht bei 10 auf den Bäumen ist. Sieht ein bisschen aus wie hier dieses Wiesel aus diesem Ice Age Film. Ne? Fred, ne, nicht Fred. Aber sie auch nicht. Sid. Warte mal, war da was? Nein. Ich glaube, es macht wahrscheinlich mehr Sinn, durch so eine Stadt mit einem Speederbike durchzuheizen und danach zu gucken, was alles das aufgedeckt wurde. Was ist das da? Zuhören. Ah. Jetzt spuck es endlich aus, bevor dir noch der Kopf platzt. Dann pass mal auf. Letzte Nacht war ich in einem Frachter und habe eine Kiste Bacta mitgehen lassen. Bacta? Ich dachte, du erzählst mir was Aufregendes. Wart's nur ab. Ich habe sie zum Dach geschleppt, aufgebrochen und was war drin? Baradium. Ich hätte in die Luft fliegen können. Du Glücksgack. Wenn wir das verkaufen, machen wir ein Vermögen. Wir werden reich. Aha. Vorratslager auf dem Dach. Das ist ja wahrscheinlich genau hier, ne? Zack. Escape. Aber wir sind schon jetzt im Suchbereich. Das heißt, wir müssen auf irgendein Dach kommen. Da wird auch was angezeigt in 170 Metern. Okay.
gucken wir doch mal, ob es irgendwo einen Zugang zu... Au! Boah, ey! Einmal nicht im Straßenverkehr aufgepasst! Du Drecksau, du! Kann ich noch nicht mal bestrafen. Übel, ey. Naja. Aber realistisch. Alle möglichen Teile für Ihren Gleiter. Ja? Zum Beispiel? Oh, hey. Lenkwinkel, also das haben wir auch schon gemacht. Standardgleiter, Triebwerk. Akkubeschleuniger fehlen uns dafür. Eine Panzerung. Helizyklisches Getriebe fehlt uns dafür. Also fehlt uns alles für alles. Für alle Sachen fehlt uns was. Ja, weiß ich nicht. Aber auch hier kann man nicht aufs Dach irgendwie. Ist das mein Gleiter? Ja. Warum steht er hier? Na egal. Vorratslager auf dem Dach. Also das wird ja da angezeigt in 7 Metern. Das heißt, auf dieses Dach müssen wir wahrscheinlich. Also müssen wir eigentlich nur so lange hier herumlaufen, drumherum laufen, bis wir einen Weg finden, der aufs Dach führt, oder? Klingt das logisch? Für mich klingt das total logisch. Kann man hier rein? Hier kann man auch rein. Und hier gibt es vielleicht einen Weg nach oben. Musikbox? Ne, es gibt im Gegenteil einen Weg nach unten. Okay, gucken wir mal eben nach. Hier ist gar nichts. Okay, schade. Also mir kam es jetzt auch nicht so vor, als wäre ich an was vorbeigelaufen, was jetzt irgendwie der richtige Weg oder eine Möglichkeit gewesen wäre, auf das Dach zu... Aber mal, hier ist doch was. Da oben ist eine Leiter. Ich habe immer noch nichts von meinem Bruder gehört. Da oben ist eine Leiter. Leiter ausfahren. Drückst du den Knopf für mich nix? Jawohl. Nix wie hin. Ah, den hat er bestimmt noch nie gehört. So, was haben wir hier? Kram. Kram ist immer erstmal gut. Aber. Entschuldigung. Oh nein, 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 nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Aber auch hier sehe ich jetzt erstmal keinen Weg, aufs Dach zu kommen. Da sind so Handwerker irgendwie. Na. Ich bin noch runter. Oh, oh. Aua. Ja, gut. Zack. Nee. Also mit den Suchbereichen, das meinen die schon irgendwie ernst, ne? Guck mal auf die Karte, kann man das irgendwie eingrenzen? Ja, entweder dieses Dach oder dieses Dach. Oder ein Stück von dem Dach. So, da sieht es ja auch schon so aus, als könnte man da hoch eigentlich. Aha, okay. Das war ja denkbar einfach. Naja. Das war aber nicht das, was ich suche. Das glaube ich auch nicht. Ist wie für Apple. Max, schnapp dir das. So, das wird es ja wohl sein. Behälter öffnen. Aber jetzt müssen wir erstmal nix hier. Max. Den Kram zurückbringen. Ja. Paradium. Alles klar. Wir gehen jetzt runter und zwar so, dass wir uns nicht wieder wehtun. Und was hat man noch zu tun? Wir sollten jetzt Kontakt aufnehmen zu dem Knilch. Ah, okay, man kann einfach so rauszoomen und dann kommt man irgendwann. Wir gucken mal ins Journal. Neue Tricks. Auf Karte anzeigen. Einfach so random in der Gegend sollen wir den treffen, beziehungsweise die Schmuggelware stehlen. Okay, das kriegen wir hin. Wir müssen raus aus der Stadt, damit wir auf den Speeder steigen können, möglichst. Genug gelaufen, nix? Ja. Eingeschränkter Bereich. Aber so, so geht's. So. Ne, da wollen wir nicht hin. Ach.
Man muss ja erstmal lernen, wie, welche Hindernisse das Ding überwinden kann und welche eben nicht. Ne? Das muss man ja erstmal abchecken. So. Oh, boah, das sah gut aus. Oh nein! Oh, da hämmern wir jetzt wieder gegen. Da kann man garantiert hochklettern. Aber müssen wir das? Nein, müssen wir nicht. Die verlorene Stippe. Das ist der Ort, an den Danka mich geschickt hat. Ja. Und jetzt brauchte ich hierfür ein Ionendings. Achso, das ist wahrscheinlich wieder genauso. Ach, genau. Dafür brauche ich dann wohl die Ionenmod. Und wie kann ich die ausrüsten? Die Ionenmod? So nicht. Drücke 2, um das Ionenmodul auszurüsten. Ah, okay. Super einfach. Achso, das reicht schon. Okay. Das wär's dann. Das ist ja wirklich einfach gewesen. Okay. Oh, dann nehme ich das hier wohl mal mit. Das machen wir wohl so, ja. Großer Jabba, okay. Ich habe Fortschritte auf Toshara erzielt. Dies ist die erste von vielen Kreditzahlungen an Sie, die Sie von dieser Operation erwarten können. Ich möchte diese Gelegenheit außerdem nutzen, um Ihnen erneut dafür zu danken, dass Sie mein Leben verschont haben, anders als das der anderen Huttenvollstrecker. Ich nehme diese Chance nicht auf die leichte Schulter und werde mich nach Kräften bemühen, mich zu revanchieren. In loyaler Treue, Verrick. Ja, Verrick, sieht schlecht aus für dich jetzt. Aber was soll ich sagen? Jeder ist sich selbst der Nächste, ne? Okay. Ja, das ist doch gut. Jetzt hätten wir also auch in dieses andere Gebäude hätten wir eindringen können. Alles klar. Gut, wissen wir das auch. Und dann gut festhalten. Dann ist das okay, würde ich sagen. Also ich sag mal, diese ganze Quest war offensichtlich dafür gedacht, einfach nur um diese Ionengeschichte einem näher zu bringen. So. Zack. In dem Imbiss, wo wir jetzt hin müssen, da waren wir gerade schon mal. Da. Ist eigentlich schade, dass man den Speeder. Na los, das geht schneller. Oder? Vielleicht ist er nur einfach langsamer. Was ja sinnvoll wäre. Oder man kann einfach ganz normal fahren damit. Okay. Was heißt denn ein eingeschränkter Bereich? Na ja, egal. Sie nennen es Steuern, aha, ich nenne es Erpressung. Das können wir nicht zulassen. Die meinen, sie können uns rumschubsen. Okay, kann nicht mit dem interagieren hier, mit dem Typen. Wird hier gerade jemand verprügelt? Man hört doch hier so irgendwie, als würde jemand... naja, egal. Da ist sie ja, die gute Danka. Danka, also, das hier habe ich gefunden. Eine Art Verfolgertransponder und ein paar Kredits. Behalt sie. Um die ging es mir sowieso nicht. Die Hutten wollten keinen Tribut zahlen. Also führt sie dieser kleine Transponder hier statt zu ihrem Versteck geradewegs zu mir. Mit dir darf man es sich nicht verscherzen, ha? Keine Sorge. Ich bin gut zu allen, denen ich vertrauen kann. Und deshalb kriegst du noch ein kleines Extra. Aber extra? Also mehr Geld? Nein, besser. Ein Rat. Ich habe Freunde, die dir helfen könnten. Etwa ein besseres Hacking-Kit zu beschaffen oder deinen Gleiter aufzumotzen. Finden musst du sie selbst. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Danke. Informationen sind ja mehr wert als Kredits, richtig? Weißt du, du kannst diese kleine Erleuchtung gern für dich behalten. Bis bald. Okay. Neue Tricks. Okay, abgeschlossen. Mehr Schub für den Gleiter. Oh, das hört sich doch so an wie so ein Turbo-Modus, ne? Mhm. Der Barkeeper im Imbiss von Jontas Hoffnung kennt jemanden, der einen Gleiter mit einer Schubkomponente ausstatten kann.
Ja, okay. Auf Karte anzeigen. Achso, ja, das ist ja wohl hier direkt, ne? Ich muss ja nur mit dem reden eigentlich. Er hier, ja. Hey, ich suche jemanden, der meinen Gleiter umrüsten kann. Probleme mit dem Wind. Ist das so offensichtlich? Selo Ruwak ist die beste Mechanikerin diesseits der Handelsroute. Aber sie mag keine Fremden. Nicht schlimm. Ich auch nicht. Sie macht sich in letzter Zeit rar. Vielleicht haben ihre Freundin Kadua sie gesehen. Kadua? Ja, das ist, gleich außerhalb von Mirogana. Es ist ein Windfischerdorf. Genau, Windfischer. Natürlich. Sind das diese Drachen, die wir gesehen haben? Okay. Kann ich jetzt eigentlich nochmal mit Danka reden und die gibt mir neue Aufträge oder sowas? Nein, kann ich nicht. Okay. Hey, ich könnte jetzt diese Einspritzventile gebrauchen. Bring sie her und dann sollten wir losfliegen können. Ha, na endlich. Ich bin gleich da. Ja, dann. Gelegenheit in der Nähe, Tab drücken. Eine Gelegenheit in der Nähe, Tab drücken. Und was wäre das für eine Gelegenheit? Verstehe ich nicht. Fähigkeiten wird aber drauf gezeigt. Bram und der Mechaniker. Ist das diese die Dings, die damit gemeint war? Die Gelegenheit? Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind hier unten, ne? Oh, ist ja Ewigkeiten weit weg. Gut, dann gucken wir erstmal mit Wacker, was Wacker zu erzählen hat am Schiff. Da können wir eben rüberrennen. Brauchen wir den Gleiter auch nicht für. Aber so eine Boost-Komponente, ich meine, wir haben ja hier schon Sprungschanzen gesehen. Macht schon Freude, ne? Würde ich sagen. Da ist Wacker. Mann, Wacker mit dem Wacker reden. Okay, komm mal her. Bin doch schon da. Hey, hier sind die Treibstoffinjektoren. Perfekt. Bauen wir sie ein. Tausche Komponenten der Bahnbrecher aus. Verbesserung. Hilfe. Nee, Antrieb. Da ist so ein Treibstoffinjektoren repariert. Jetzt fehlt noch die Bewaffnung. Außer Betrieb. Da steht aber nicht bei, was fehlt. Also, die Treibstoffinjektoren sind fertig. Mhm. Moment, ich mache uns abflugbereit. Wo wollen wir denn hin? Okay. Ach, guck. Wer da kommt. Das sah ja auch schon mal besser aus. Es fliegt, quasi. Hast du noch einen Auftrag für mich? Was hältst du davon, Imps reinzulegen? Ach, nicht gut. Kay, sag ihr nicht gut. Ich dachte, sowas macht ihr hier nicht. Deshalb hängen wir es den Pikes an. Und wer sagt mir, dass Crimson Dawn mich hinterher nicht abserviert? Niemand. Aber so läuft das Spiel. Und ja, ich spiele es besser als die meisten. Du musst dich nur auf eine Station des Imperiums schleichen und ein paar Daten löschen. Einfach. Im Weltraum? Nein, sie ist noch nicht bereit. Ich mach das schon. Aber ich sprach über sie. Wir kriegen das hin. Wir haben keine Waffen, nur mal so. Fertig. Sie fliegt jetzt. Aber der Hyperantrieb ist immer noch im Eimer. Ah, also keine Sprünge. Dann müssen die Kernwelten wohl warten. Hm. Okay. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr ist das hier auch ein ganz guter Augenblick, um einen Cut zu machen, auch thematisch von der Questfolge her. Ich nehme mal an, wir gucken mal eben nochmal gemeinsam rein, was das Journal sagt. Falsche Flagge ist die Hauptquest. Also jetzt ist tatsächlich der Orbit dieses Planeten das nächste Ziel. Und wir könnten noch hier diese Sabotage-Geschichte machen. Aber ich überlege halt, dass vielleicht... Erst, ja,
Ja, nachdem, also ich nehme an, auch das hier, falsche Flagge, das gehört alles noch irgendwie so ein bisschen zum Tutorial. Ne? Wir waren im Raumschiff, haben noch nichts gemacht. Das wird also das Thema der nächsten Folge sein. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir vielleicht diese Sabotage-Sache mal machen. Alles klar, gut. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Mir macht das Spiel ja Spaß, offensichtlich. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen auch Spaß gemacht. Deswegen hoffe ich auch, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt bis dahin eine schöne Zeit. Heute noch einen schönen Tag. Und dann verabschiede ich mich mit einem Gruß, euer 80.